Lieben, ich habe heute ein Paket gekriegt. Ich sag mal Fanpost dazu, aber ja, gut. Sollte ein Unboxing sein. Ich passe da jetzt gerade so ein bisschen auf, dass da nicht die Adresse zu sehen ist. Ja, ich bin ganz gespannt von der lieben Pam. Ja, schauen wir mal. Gott, klingt das doof hier. ja, gut. Kann sich nur um Stunden handeln. Nicht die Adresse vernichten, weil dann habe ich sie gleich wieder von Pam, weil wir haben uns ja auch jetzt schon gefühlt, boah, bestimmt 20 Jahre nicht gesehen. Und ich wollte euch einfach mal dran teilhaben lassen. Sie meinte, sie hat ihre Kreativität spielen lassen. Ich bin gespannt. Ich freue mich aber auf Überraschung. Wer freut sich nicht darüber? Um Gottes Willen. Ey, ihr packt wie ein Webpaket. Aber gut. Wir haben's. Moment. So. Schauen wir mal. Oh, das. Eine Serviette. Okay. Bin ich mal gespannt. What is that? Ey, Luki, Luki. Ah, da weiß jemand, dass ich Harry Potter-Fan bin. Cool. Yeah. Ja, ich bin Harry Potter-Fan. Habe ich was für eine Wand? Ich schätze mal, dass das für eine Wand ist. Ja, sieht so aus. Cool, Dankeschön. Steht drauf: Mystery of Magic, this way. Cool. Cool. Da ist noch mehr drin. Oh, ein Schlüsselanhänger. Auch von Harry Potter. Cool. Chocolate Frog steht drauf. Cool. Dankeschön. Oh. Ein Schmuckkästchen. Wow. Dankeschön. Cool. Ohrringe. Cool. Dankeschön. Jetzt bin ich baff. Puh. Wow. Hier sind noch Mupfeln. Weil ich sammle auch Mupfeln, weil ich möchte ja eine Mobile machen. Die mache ich jetzt nicht auf, weil ich die Intelligenz habe, ich verliere die immer. Und hier ist noch eine Karte drinne. Wo sie im Urlaub, schätze ich mal, war. Und hier ist noch mehr drin. Oh, ist das süß. Ist ja süß. Pam hat gemalt. Süß. Panikstörung. Und noch eins. Süß. Dankeschön. Da steht noch was drin. Dankeschön, Pam. Ich könnte das jetzt laut vorlesen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich muss jetzt erstmal selber lesen. Hallo, liebe Anni. Ich dachte, ich schreibe dir mal. Ich war mal etwas kreativ. Ich hoffe, es gefällt dir. Hab mir Mühe gegeben.
Ein Maskottchen habe ich auch gemalt. Ich dachte, so könne die Krankheit aussehen. Hab für dich was bestellt bei Wish. Hoffe, gefällt dir. Bis demnächst. Liebe Grüß oder lieben Gruß, deine Pammy. Dankeschön, Pam. Ja, das halte ich natürlich in Ehren. Ich habe schon überlegt, weil ich ja hier meine PC-Welt hier habe, die ich jetzt auch wirklich langsam mal anfangen sollte zu nutzen. Ja, da kommt wahrscheinlich das, was ich jetzt gerade häkel, hin an die Wand. Zeige ich euch, wenn es so in 5 Jahren fertig ist. Ich häkel gerade ein Foto nach. Und das ist anstrengend. Das zeige ich euch gleich. Ich mache es zwar in Schwarz-Weiß, aber sind verschiedene Grautöne halt drinne und ist jeden Faden immer abschneiden und häkeln und abschneiden und häkeln. Ja, nebenbei versuche ich mich auch ein bisschen zu bewegen. Ja, schaue ich mal, wie ich das jetzt mache, weil ich habe sowieso schon so, was ich an die Schenke schon so gekriegt habe von Freunden und so. Und halt, wenn Fanpost kommt, halt, wo ich das so hinpacken tue, ich will mich jetzt nicht auf einen goldenen Sessel heben oder so, aber ich möchte das halt so ein bisschen präsentieren, dass man das auch so ein bisschen sieht, dass man halt irgendwie, dass ich das nicht so beiseite stelle oder so. Nee, im Gegenteil, das haben, bei mir haben Geschenke mal bestimmte besondere Plätze. Zum Beispiel, wenn ich Engel geschenkt kriege, die stelle ich bei mir ins Schlafzimmer ans Fenster. Kann ich gerne mal ein Foto von machen. Ja, ich habe schon gehäkelte Sachen gekriegt. Zum Beispiel den hier von der lieben Doris aus Hamburg. Der ist voll süß. Den will ich auch irgendwann mal präsentieren, dass man den in meinen Videos sieht. Weil das ist mir zu schade, wenn man die, ne, nicht sieht halt. Die sind so süß, die Sachen. Ja. Pam, übrigens, dein erstes Geschenk, was du mir mal vor Jahren geschenkt hast, das habe ich auch noch. Kannst du dich an den erinnern? Den hast du mir mal auf Arbeit geschenkt. Ja, wir sind beide Altenpfleger. Und wir haben mal zusammen gearbeitet, wir haben zusammen Ausbildung gemacht. Und ich freue mich gerade riesig über die Geschenke. Bin total baff. Ja. ja, mir fehlen gerade die Worte. Ja, wie gesagt, ich möchte das irgendwie so machen, dass ich dann halt die Sachen präsentiere. Mal sehen, da wird bestimmt noch eine Menge Platz sein hinter mir an der Wand. Und halt auch auf der Couch ist noch viel Platz. Da liegt die Katze, dass man halt Sachen denn da mit hinstellt, dass man die sieht in meinen Videos, weil mir ist das auch wichtig, dass, wie ihr sagt, dass ihr das seht, dass mir Geschenke nicht unwichtig sind. Die legen, auch wenn ich mal mit Menschen Streit habe oder sowas, schmeiße ich die Sachen nicht weg oder so. Nee, im Gegenteil, ich behalte die Sachen natürlich. Von daher bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt. Ja. Ich habe wieder eine Frage be gestellt bekommen. Und die würde ich auch gerne beantworten wollen, weil ich finde, das ist nicht nur das ist nicht unwichtig, diese Frage. Mich hat jemand gefragt, wie es mir zum ersten Mal ging, als ich meine Agoraphobie hatte. Ja. Mir ging es eigentlich im Grunde genommen beschissen, weil ich wusste ja nicht, was ich habe. Ich hatte Schwindelattacken, hatte wie jetzt auch, aber jetzt weiß ich ja, was das ist. Habt ihr die Gefühl gehabt, ich kippe um und so. Und ja, wie sagt man so schön, ich bin eigentlich in jeder Rettungsstelle gewesen, die in meiner Nähe war oder für andere ist es eine Notaufnahme, also ins Krankenhaus. Und dadurch wurde ich dann körperlich untersucht, blutlich vor allem. Also wurde ein Blutbild gemacht, um halt Erkrankungen auszuschließen. Bei mir wurden die immer ausgeschlossen, Erkrankungen. Ich wurde von Kopf bis Fuß untersucht. Und durch Zufall hat
eine Neurologin von meinem Vater damals, weil ich gerade, als ich meinen Vater in eine Praxis gebracht habe zum Neurologen, weil er war ja Epileptiker gewesen, aufgrund seiner Nierenerkrankung, habe ich eine Panikattacke gekriegt in der Praxis. Und ja, sie hat mich dann untersucht und meinte dann so, ja, sie hatten gerade eine Panikattacke. Wie Panikattacke, konnte ich nicht mit anfangen in dem Sinne. Ich hatte da zwar mal eine Ausbildung gehabt, was so, dass es sowas gibt, aber man befasst sich ja selber nicht mit sowas, wenn man sowas hatte. Auf jeden Fall meinte sie dann zu mir, ja, ich würde sie gerne auf eine Psychosomatik, also auf eine Station schicken, wo sie dann richtig untersucht werden und das festgestellt wird und so und Behandlungsmöglichkeiten. Gut, gemacht, getan, wurde dann angemeldet bei der Psychosomatik, war auf dem gleichen Gelände gewesen damals. Und ja, bin dann dahin. Die erste Woche wurden dann andauernd Blutbilder von mir gemacht. Dann haben sie sich gewundert, weil ich ja nun sehr korpulent bin, dass ich so gute Blutbild hatte, vor allem auch Leberwerte, weil ich hatte die besten Leberwerte auf der Station, hatte mir die Ärztin damals gesagt. Ja, und dann hatte man festgestellt halt bei mir, dass ich eine Agoraphobie mit Panikstörung hatte. Ich würde aber sagen, ja, was im Einzelnen da passiert ist in dieser Psychosomatik, das sind meine Erfahrungen. Die kann ich gerne so preisgeben. Die war negativ gewesen. Also für mich kommt eine psychosomatische Station nicht mehr in Frage, weil ich wurde da behandelt wie in der Psychiatrie. Morgens habe ich eine Calcium? Nee, Magnesium-Tablette gekriegt, weil ich immer Krämpfe in den Beinen hatte. Und wenn ich die gekriegt hatte, musste ich den Mund aufmachen, ob ich die auch geschluckt hatte. So, das ist nur so ein kleines Beispiel. Da man ja so ein bisschen auch vom Fach ist, also Altenpfleger ist halt, da lasse ich immer so ein bisschen meine Arroganz rausspielen. Da habe ich dann die Schwestern gefragt, seit wann ich mich an Magnesiumtabletten umbringen kann. Aber gut, ansonsten Tabletten habe ich nicht mehr genommen. Nee, zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Hatte ich damals Citalopram genommen, die ich schon mal erwähnt habe im Video, selbstständig abgesetzt habe, weil die mir nichts gebracht haben. Bitte nicht selbstständig absetzen, immer mit einem Therapeuten oder mit einem Arzt zusammen absetzen. Mir haben sie auf jeden Fall nichts gebracht. Ich lege auch nicht so unbedingt ja, auf Chemie in dem Sinne Wert, weil ja, haben ja auch schon verschiedene Psychologen gesagt, bringt bei mir auch nichts in dem Sinne, weil ich lasse mich darauf auch nicht ein mit diesen Tabletten. Ja, guck gerade auf Pams Bild hier nochmal. Auf jeden Fall sind da noch verschiedene andere Sachen abgelaufen, die ich nicht in Ordnung fand. Das habe ich aber auch der Stationsärztin oder besser gesagt dieser oberen Chefin da auch gesagt. Nach 2 Wochen hat man mich dann drum gebeten, dass ich bitte noch länger da bleibe. Da habe ich dann gesagt, nee, sorry Leute, das bringt mir überhaupt nichts. Ich möchte wieder nach Hause und ja, wir werden Ihnen dann helfen, dass Sie draußen Psychologen kriegen. Haben sie auch nicht gemacht. Ich habe dann Zettel mitgekriegt, da habe ich dann sämtliche Psychologen angerufen in meiner Umgebung. Das war um Rand Berlin gewesen. Also kann man sich dann so vorstellen, wie denn da auch die Verteilung der Psychologen war. Also da musste ich dann auf Wartelisten, die so bis zu 3, 4 Jahre gedauert hätten. Ja. Und ja, da habe ich mir dann so gedacht, so sorry, aber bevor ich hier 3, 4 Jahre noch weiter so rumkümmere, versuche ich mich selber zu therapieren. So hat so halbwegs geklappt. Dann habe ich irgendwann meinen Mann kennengelernt. Das war so ja noch im gleichen Jahr gewesen, kurz nach meinem Aufenthalt in der Psychosomatik. Und der hat mich so ein bisschen unter den Fittich genommen. Und ja, haben wir halt viel geübt. Hat dann so circa 2 Jahre gedauert.
Also am Anfang dann so halt einkaufen gegangen und ich Hölle an Panikattacken gehabt und ja, und irgendwann dann habe ich mich dann getraut, weiter rauszugehen. Dann haben wir das geschafft, irgendwann zum Go-Santa-Treffen 2016 in Ostfriesland. Denn danach direkt die Woche waren wir in Delmenhorst, weil war unsere Hochzeitsreise im Grunde genommen, weil wir hatten davor geheiratet gehabt. Ja. Und dann 2017 ist halt mein Vater verstorben. Dann ist so ein bisschen, wie ich schon mal erwähnt hatte, in einer meiner Videos halt Psychoterror hier zu Hause gewesen. Dadurch wurde es gravierend schlimmer. Alles ist zurückgefallen. Ich habe mich ja auch nicht mehr getraut, irgendwie raus, geschweige denn irgendwie, ja. Ich habe wieder Panikattacken vermehrt, die kriegt auch, wenn wir Besuch hatten und so. Das hatte ich ja davor alles nicht mehr gehabt. Ich konnte nicht in Ruhe trauern um meinen Vater. Ja, weil wenn man Psychoterror erlebt und im Grunde genommen alleine auf weiter Flur steht und so, da weiß man dann immer nicht, was man machen sollte. Ja, und dann, wie gesagt, hatte ich ja versucht, letztes Jahr da durch diese Studie der Charité wieder Fuß zu fassen. Ich habe übrigens, wann habe ich? Am Freitag habe ich, nee, Samstag habe ich Post gekriegt von meiner ehemaligen Psychologin. Ja, dass sie mehrfach versucht hatte, mich zu erreichen. Also hier hat kein Telefon geklingelt, weil wenn hier Telefon klingelt, gehe ich auch ran. Außer natürlich, ich kenne die Nummer nicht. Und ja. Und ob ich noch ein Abschlussgespräch haben möchte. Ja, ich habe der guten Frau oder werde der Frau, guten Frau jetzt noch einen Brief schreiben oder besser gesagt eine E-Mail schreiben. Sie möchte mir doch bitte meine, ja, wie sagt man so schön, Behandlungsunterlagen, besser gesagt Bericht schicken, damit ich dann versuchen kann, in irgendeiner Weise ja, mir vielleicht dann doch nochmal psychologische Hilfe zu suchen, wenn ich die brauche. So, dann habe ich zusätzlich noch meine Krankenkasse angerufen. Hab dann mal bei der lieben Krankenkasse, weil ja die Psychologin da von der Studie mir gesagt hat, dass die Krankenkasse das nicht übernimmt, Hausbesuche von Psychologen. So, ich habe die Krankenkasse angerufen. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich dieses einspiele hier in dieses Video. Da ich aber leider nicht weiß, wie man eine Stimme verfremden kann, mache ich das nicht. Ich kann das jetzt so von mir aus erzählen. Also ich habe dieses Originalgespräch noch auf dem Handy. Die Dame von der Krankenkasse meinte zu mir, also wenn der Arzt verordnet, also mein Hausarzt, dass ich einen Hausbesuch brauche, dann kommt auch ein Psychologe, auch ein Arzt kommt nach Hause. So, ob es medizinisch notwendig ist, also das heißt, weil dass ich nicht das Haus verlassen kann halt oder sonst hier, dann muss das vom MDK, medizinischen Dienst der Krankenkassen, festgestellt werden. Und dann steht die Aussicht darauf, dass ich psychologische Hilfe auch zu Hause bekomme. Das heißt, ein Psychologe kann auch nach Hause kommen. So, man merkt jetzt ein bisschen an meiner Stimmlage, dass ich langsam ein bisschen säuerlich werde, weil ich wurde angeschwindelt von der guten Psychologin. Die hatte einfach nur keinen Bock gehabt mehr. Sie meinte auch mal zu mir, es ist ihr zu weit, hierher zu kommen und hast du nicht gesehen? Ja, ist ja schön und gut, aber da frage ich mich dann, warum mache ich überhaupt so eine Studie? Ganz ehrlich. Ich habe es mir nicht ausgesucht, so eine Erkrankung zu haben. Und die ganzen Patienten in Berlin mittlerweile ist immer noch der Stand so 70.000, Dunkelziffer ist unbekannt. Man kann es ja auch in der Presse lesen. Und es wird immer höher, höher, diese Erkrankung, vor allem in Großstädten, weil wir sehr schnelllebig sind. Und wir haben uns diese Erkrankung halt nicht ausgesucht. Macht auch nicht Spaß, mit dieser Erkrankung zu leben, weil ich kann mir was Besseres vorstellen.
Ich würde auch liebend gerne arbeiten gehen. So ist es nicht. Gut, kann ich nun nicht. Lässt man sich halt was anderes einfallen. Deswegen mache ich ja halt auch meinen Blog hier, dass ich halt über diese Erkrankung aufkläre. Ich werde auch angeschrieben von Leuten, antworte den Leuten natürlich auch. Und ich kann immer nur aus meiner Erfahrung sprechen. Was ihr für Erfahrungen macht oder andere für Erfahrungen machen, weiß ich nicht. Sage ich auch immer wieder bei meinen Videos. Wovon ich mittlerweile auch abraten tue, was ich festgestellt habe, in der Hinsicht pflichtig Psychologen hinbei, ist Abstand zu nehmen von Facebook-Gruppen, weil da sich so hochgeschaukelt wird bei über gerade so eine Erkrankung, sage ich jetzt mal, was kontraproduktiv ist für Patienten mit dieser Erkrankung. Kleines Beispiel. XY schreibt irgendwie sämtliche Symptome auf und meine Erfahrung halt, ja, ist normal bei dieser Erkrankung. Schreibt man drunter, kriegt man dann Kommentare von Menschen drunter, ja, was ist denn da dran normal? Das ist nicht normal ja, doch ist es, aber versucht Leuten halt zu erklären. Deswegen kann ich davon wirklich auch nur raten, in so ein Facebook-Gruppen zu gehen. Weil, wie gesagt, das ist dieses Hochschaukeln. Was nehmt ihr für Medikamente? Ich habe Angst vor den Nebenwirkungen. Und dann schaukelten sich die Leute immer und immer weiter hoch. Und das ist wirklich kontraproduktiv. Ich bin zwar noch in einer Agoraphobie-Gruppe bei Facebook drin, ich werde aber demnächst da rausgehen. Wie gesagt, weil das ist diese bestimmte Gruppe, wo diese passiert ist. Und ich lese ja auch sehr viel damit und schüttel meistens nur den Kopf, weil das ist wirklich kontraproduktiv für Patienten, wenn die sich gegenseitig hochschaukeln. Erfahrungsaustausch ist was anderes, als wenn man sich hochschaukelt, weil das bringt den Patienten nichts. Es ist schön, dass es so eine Gruppen gibt, dass es schlimm genug ist, dass es auch so viele Patienten gibt, dass diese Erkrankung haben. Aber ich finde das auch schon sehr, sehr fragwürdig, dass da auch nicht Admins oder sowas eingreifen, wenn sich bei dieser Erkrankung halt so hochgeschaukelt wird. Ist mit Sicherheit auch bei anderen Erkrankungen so. Eine andere Freundin hatte mich Anfang der Woche angerufen, die hat auch Erkrankungen. Und sie ist auch in einer Gruppe drinne bei Facebook, nicht mit Agoraphobie, sondern in anderer Erkrankung. Da hat sie mir das Gleiche erzählt. Also es scheint bei sämtlichen Erkrankungen so zu sein. Wie gesagt, es ist meine Erfahrung. Für mich bringt so eine Gruppe nichts. Ist eher kontraproduktiv für Menschen mit dieser Erkrankung. Mein Mann meinte gestern so zu mir, wo ich zu ihm so gesagt habe: Findest du denn, dass ich mich schon wieder verändert habe durch diese Tief, was ich jetzt 2 Jahre lang hatte? Und er meinte: Ja, du lebst langsam wieder auf. Ich versuche zumindestens. Es dauert sehr lange, aber es kommt wieder dieser Denkanstoß bei mir oder dieser Klick-Moment, wo ich dann sage: So, jetzt geh ich raus, jetzt ist mir scheißegal. Im Moment ist es noch nicht so. Im Moment muss ich mich ein bisschen bewegen, weil ich ein bisschen wackelig auf der Beine bin, weil ja, Muskulatur halt, ne? Wenn man sich nicht viel bewegt, nimmt man zu. Muskulatur nimmt ab und ja, so ist das. Ja, so, zu dem Telefonat nochmal zu der Dame von der Krankenkasse. Sie meinte auch zu mir: Man kann beim ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen, den dürfte es in jeder Stadt geben. Die würden auch helfen bei der Suche eines Therapieplatzes. Gut, manche kommen immer gleich auf die Idee: Ja, da wäre doch ein Krankenhausaufenthalt oder eine Tagesklinikaufenthalt das Beste. Das muss festgestellt werden, ob das das Beste ist. Bei mir in meinem Fall nicht. Das haben so ja mehrere Psychologen schon bestätigt. Ja, ist halt so. Weil es eher auch kontraproduktiv, weil man muss ja von zu Hause aus alleine versuchen rauszugehen. Ist ja schön, wenn man im Krankenhaus ist und man sowieso nicht zu Hause, da ist man in seinem Krankenzimmer halt und ja.
Hat man Gruppentherapien, ist übrigens auch kontraproduktiv, Gruppentherapien zu machen, weil man sich um sich selber oder mit sich selber beschäftigen soll. Auch von mehreren Psychologen bestätigt worden, mit denen ich mich unterhalten habe. Man kann jetzt gerne dagegen argumentieren, ist das, was ich erfahren habe. Meine Erfahrung. So, wie gesagt, ja. Das war's jetzt erstmal von mir. Ein bisschen aufgeregt mal wieder. Viel Freude ihr habt. Danke nochmal, Pam. Ich freue mich wie ein Kind gerade. Ja. Heute sehe ich ein bisschen wieder angeditscht aus, weil ich bin gerade dabei, meine Küche irgendwo ein bisschen sauber zu machen. Weil wir hatten ja unsere Ernährung umgestellt und jeden Tag gibt's Salat. Mutti macht Salat. Schon überlegt, ob ich mal ein Kochvideo mache oder so, Salatvideo. Aber ich will euch nicht damit langweilen. Also, ich glaube, wie ein Salat gemacht wird, weiß eigentlich jeder. Ja, und jetzt mache ich gerade die Küche ein bisschen sauber und ich habe jetzt wieder, weil mir ja die blöde Bude, die unseren Umzug hier gemacht hat, sämtliche Sachen geklaut, habe ich jetzt wieder endlich einen Brotbackautomaten. Jetzt kann ich endlich wieder Brot backen. Ja, jetzt habe ich auch ein Regal an meinem Kühlschrank, wo ich dann schön alles ordentlich einsortiert habe und so. Ja, und jetzt ist halt so Frühjahrsputz in der Küche angesagt und die Fliesen haben es mächtig nötig. Ja, wie gesagt, also die ganzen Sachen hier, eigentlich traue ich mich ja nicht, die zu benutzen. Gerade so Schlüsselanhänger, die mache ich trotzdem, den mache ich trotzdem an meinen Schlüssel ran, finde ich. Ich hoffe, den verliere ich nicht. Ja, kommt dann zu meinem Sorgenfresser dazu. Da hatte ich ja sowieso schon mal eine Idee gehabt. Schauen wir mal, aber erstmal mache ich jetzt das Geschenk für meinen Mann fertig. Das heißt, dieses Foto zu machen. Wenn das fertig ist, in 5 Jahren werde ich dann ein Foto davon machen, wie das fertig aussieht. Ja. Ansonsten tausend Dank nochmal, Pam. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Bin ganz glücklich über meine Abonnementen. Jetzt mittlerweile sind es 79 Abonnementen. Danke. Auch bei Facebook für meine tollen Abonnementen danke ich tausendmal. Bei Instagram natürlich auch. Ja, ihr seid klasse, dass ihr mir auch so viele Fragen stellt und so. Ich beantworte sie gerne. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ist wieder nichts Aufreibendes passiert. Ich bin nicht draußen gewesen. Ja, gut, ich könnte mich selber im Moment ohrfeigen, aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal ein bisschen in Bewegung kommen. Ich mache hier Putze gerade, dass ich wenigstens ein bisschen Muskulatur wieder kriege, weil das ist ein bisschen doof, wenn ich die Treppen runtergehe und dann wackelige Beine, aber nicht durch die Agoraphobie, weil ich keine Muskulatur in den Beinen habe. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Video. Tausend Dank euch allen. Ich schicke euch alle ein dickes Küsschen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!